So, und da sind wir auch schon wieder. Für mich waren es 2 Minuten, für euch ein ganzer Tag. Dementsprechend war es ja schon. Ist es dies jetzt schon der zweite Part der Aufnahme? So, wir haben gesagt, wir brauchen Schienen. Wir brauchen Redstone. Und wir brauchen eine andere Spitzhacke. Eisen. Da. Wir machen uns natürlich eine Eisenspitzhacke. Oder auch zwei. Ja, wir machen uns zwei. Eins, zwei. Zack, zack, zack. Wir brauchen Cobblestone. Und wir werden die verballern, sag ich euch. So. Da, 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 da. Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese Minecraft-Musik mag. So, ich finde die so toll. Und deswegen gibt es bei mir auch keine extra Musik in den Videos. Oh, da ist das Babyfon noch an. Ich hoffe, meine Frau denkt da dran. Das knackt nämlich im Hintergrund ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht mit in die Aufnahme reinkommt. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird. Wir nehmen ein paar Cleanstone. Wir nehmen mal ein paar Cleanstones auch mit, damit wir einfach mal so eine derbsten Fehler, die wie ich den gerade gemacht habe, ausmerzen kann. So, wo war das denn da? Scheiße auf Gold. Haben wir alles genug, mehr als genug. Und ich glaube, ich werde ab in der nächsten Version kein Better Enchanting mehr nutzen, weil dadurch die Diamanten nicht mehr so wichtig sind, da man halt alles reparieren kann. Oder wirklich die Reparaturfunktion nur nicht benutzt, sondern nur die Verzauberungsfunktion. So, da noch. Und dann haben wir das auch schon wieder. So. Willkommen. Der Gang, der ist schon ewig nicht mehr weitergebaut worden. Der Gang ist schon ewig nicht mehr weitergebaut worden. Und der einzige, der eigentlich schon mal durchgeht, wenigstens ist der dort. Jetzt brauchen wir diesen hier. Einen Schalter. Den ich natürlich nicht mitgenommen hatte, aber dafür haben wir ein bisschen Cleanstone abgebaut. Perfekt. So. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach nee. Am Anfang ist besser, wenn man das nur mit 4 macht. 1, 2, 3, 4. Und dann macht man hier, dafür benutze ich diese hier. So. Eine davon. Eine davon. Gehen wir nochmal da runter. So. Wieder zu. Und dann machen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, das kann doch nicht sein. Weg, weg, weg. Und ich habe natürlich ausgerechnet heute kein Cleanstone dabei. Dann gehen wir mal eben ganz schnell was abbauen. So. Zack, 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 zack. Wir können mal die Renderdistanz ein bisschen hochstellen. Ich habe normalerweise kein Problem damit, auf Fahrt zu gehen. So. Dann wird er da hinten nämlich vielleicht auch ein bisschen heller. Oder dann sind ja auch die Partikel, dass das halt hier unten so schluckt. Aber normalerweise sollte das inzwischen funktionieren, da mein Rechner halt wieder richtig funktioniert. Das lag an der Festplatte. Und die habe ich jetzt gewechselt. Und demnächst gibt es eine SSA. Und dann heißt die SSA. Diese extrem schnellen, weiß ich gar nicht. Ich vergesse das immer. So, hallo. Und jetzt können wir... Wollt ihr mich jetzt alle verarschen? So, zack, 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 zack. Haben wir hier 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Und dann machen wir hier 1, 2. Machen hier mal eben ein Loch. Machen hier Dodge. Und machen hier wieder Stein. 3, 4. So, und dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß, ich setze die ein bisschen häufig. Aber das ist gewollt. Dadurch kriegt man wirklich Speed und man braucht keine Angst haben. So, jetzt mal wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich bräuchte sie nicht so oft, wie ich sie setze, aber sicher ist sicher. Und dementsprechend, wir brauchen kein Eisen mehr. Wir haben es nicht mehr lange. Wir haben eine volle Diamantenausrüstung, die wir auch noch komplett verzaubern werden.
Sobald der Wetter in Charning drin ist, das wird nicht mehr lange dauern. So. Jetzt machen wir aber das, was wir eigentlich machen wollten. Und ich kann so gut wie nichts mehr aufnehmen. Oh, es ist natürlich toll. Ich gehe mit einem fast vollen Inventar Cobblestone Farm. Es kann doch nur Kirschi sein. Das war doch wieder klar. Naja, wir werden jetzt erstmal so viel holen, wie es geht. Und dann schmeißen wir halt mal die komischen Loot-Sachen raus, die wir sowieso nie benutzen. Zum Beispiel, naja, Gunpowder. Ich hoffe, dass irgendwann noch Gegenstände kommen, wo man Gunpowder wirklich mal braucht. Weil bisher war das nicht der Fall. Und ich finde, also in dem Let's Play benutze ich Gunpowder nicht. Aus dem Grunde, weil ich ein bisschen Angst habe, die Gegenstände wegzukicken. Wenn man wirklich mal Mineralien abbaut oder so. Ey, das gefällt mir jetzt mal überhaupt nicht. Nicht, dass die da oben drüber sind, weil ich da letztens da was freigelassen habe. Ich hoffe es nicht. Hallo. Aufhören. Ich mach mal eben hier so ein bisschen, ne? Um zu gucken, wo denn das Vieh sein könnte. Zu. Hier irgendwo müsste eine Höhle sein, gehe ich mal von aus. Oder es ist wirklich von oben. Boah, wie mir das gerade auf den Nerv geht. So. Nein, wir brauchen Cobblestone, haben wir gesagt. Und das werden wir jetzt auch weiterhin machen. Ja, und die Frage ist, soll ich vielleicht... Ich mache es nicht gerne, aber soll ich vielleicht im... Dann Staffel 2, wenn wir in die 1.3 gehen... Ich wollte schon wieder 1.8 sagen. Dann mal schauen, dass ich Musik drunter lege unter das ganze Let's Play. Oder soll ich lieber weiterhin so viel quatschen, euch auf die Nerven gehen und nur die Minecraft-Musik lassen? Fragen über Fragen über Fragen. Oh yeah. Und ich werde hier mal wieder den Cobblestone-Song ansingen. Ja, der Cobblestone-Song. Cobblestone, oh Cobblestone. Oh Cobblestone, ich mag dich. Cobblestone, oh Cobblestone. Ich mag dich sehr. Du bist so wichtig für viele Sachen. Ohne dich kann man gar nichts. Auch kein besseres Werkzeug bekommen. Oh yeah. Jo, so viel mal zu den Hirngespinsten von Kirschi. Danke, danke, danke. So. Lalala. Lalala, komm hier weiter. Wir haben... Oh, wir haben schon 2 Stacks. Dann machen wir den mal frei und werden hier einfach mal umseppen. Ich denke mal, wenn wir 3 Stacks haben, reicht das auch erstmal. Hier unten mal wieder. Und die 3 Stacks müssen wir erstmal an der Mauer verballern. Das wird auch eine Zeit lang dauern. Wir müssen erstmal wieder Tag machen. So, ne? Aber wir müssen jetzt alles zu Fuß hochlaufen. Das ist natürlich blöd. Oh, Cobblestone. Oh, Cobblestone. Ja, Cobblestone. Ich werde nicht den Gronk nachmachen und dem seinen Kohlesong nehmen, um dieses Lied hier zu machen. Deswegen hau ich lieber den Blues. Oh, Blues. Ja, der Blues. Oh, und da ist die erste Spitzhacke kaputt. Das heißt, wir können noch ein bisschen mehr farmen. Hoho, da machen wir noch einen Stack daraus. Ja, ihr habt Pech gehabt. Kirschi ist im Stackfieber. Dick, dick. So, weiter geht's. La 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 la. Cobblestone farmen. Wie gesagt, das Gute ist halt, wir können hier unten unendlich viele Cobblestone holen. Und ich werde euch versprechen, es gibt kein Cobblestone-Haus mehr in der 1.3. Also keine riesengroße Cobblestone-Mauer mehr. Weil das echt eine blöde Idee war. Ich wollte einfach nur vom Monster abgeschirmt sein und dachte mir, hey, Mauer aus Cobblestone. Ja.
Auch wenn wir viel Cobblestone farmen werden, um Cleanstone herzustellen. Und vielleicht Stonebricks oder Cleanstone oder... Ja, wir werden auf jeden Fall ein Haus machen und schön immer erweitern. Habe ich überhaupt was zu essen bei? Scheiße. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wir sind verrottet. Oh nein, wir rotten ab. Naja. Innerlich am Verrotten. So. So. Hoffen wir einfach mal, dass es passt. Einer noch und zurück. Geschafft. Nur, da sind wir schon einiges weitergekommen mit dem Gang. Auch wenn dieser Gang niemals noch fertig wird bis zu 1.8. 1.8 schon wieder. 1.3 natürlich. Hier liegen jetzt schon einige Schienen. Wir könnten ja mal eben noch... Ich meine... 1, 2... Ja, scheiß halt auf das Gold. Wir haben genug Gold. 1, 2, 3, 4, 5... Sechs, sieben, acht. Eins, zwei. Ah, Mann. So, hier mal eben den hier rein. Do, 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 do. Lo, 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 lo. Vier. Und dann eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann haben wir sowieso noch drei Booster Rails. Oh, und wir haben das Gold auch sammeln können. Das ist auch was Schönes. Und wir laufen zurück. Okay. Wo sind die hier irgendwo? Ich habe da gar keine Lust drauf zu suchen. Und ich werde es auch nicht tun. Ich werde jetzt einfach nach oben laufen. Auch wenn ich... Habe ich hier unten eine Workbench? Ich habe hier unten keine Workbench. Na, und ich bin jetzt zu voll einzubauen. Also laufen wir. Dauert eher länger, als dass das jetzt schneller geht. So. Über die Schienen. Wir müssen auf jeden Fall dann eine Lore mit runternehmen, damit wir dann auch weiterfahren können. Und vielleicht nehmen wir eine Truhenlore mit, damit wir dann halt mal da richtig abbauen können. So. Als allererstes werden wir hier die Steine wieder reinpacken, die wir mal wieder gefarmt haben. Dann gehen wir in unsere Erzekiste und packen unser Gold und Eisen weg. Sieht ihr, da haben wir noch genug und Diamanten auch noch. Also, ne, gar kein Problem. Gold haben wir hier noch 35 Barren. Damit kriegt man auch noch ein paar Boosters hin. So, die Eisenmaterial. Eisen kommt natürlich hier rein. Plus Booster Rails. Auch wenn das die falsche Kiste wäre eigentlich. Hm. So, Redstone kommt eins weiter. Ah, heben wir sofort wieder auf. So. Und dann können wir eigentlich loslegen. Drei Stacks erstmal. Warum renne ich eigentlich die ganze Zeit nur mit dem Eisenschwert durch die Gegend? Aber inzwischen wieder Tag. Ja, haben wir. So. Wir waren dort an der Mauer dran, die natürlich jetzt erstmal wieder draufkommen müssen. Auf die wir jetzt erstmal wieder draufkommen müssen. So ist das. Falsch. Da ist die Tür. So, 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 so. Ja, was kann man noch erzählen? Meine Space kam in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig. Das soll sich jetzt auch wieder ändern. Wird allerdings wahrscheinlich in Zukunft alles relativ viel auf abends verlegt. Manche von euch wissen, dass ich arbeitslos war. Dementsprechend hatte ich viel Zeit zum Hochladen. Das hat sich allerdings geändert. Ich habe jetzt allerdings noch Urlaub. Und sobald dieser beendet ist, bin ich wieder voll am Arbeiten. Und dementsprechend, hallo, das konnte ich auch schon mal besser. Und dementsprechend habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit, das Ganze hochladen und so. Es wird natürlich trotzdem kommen. Also ich möchte immer noch mindestens eine Folge Minecraft, ein anderes Projekt und dann im Wechsel immer ein anderes Projekt. Und ich habe auch noch das Let's Change Projekt mit Dofifee und Hennes zusammen und inzwischen ja auch Portal 2 Koop mit Hennes.
Muss ich sagen, ist echt geil. Verlinke ich. Macht Spaß, das zuzuschauen, beziehungsweise das zu spielen. Also wenn ihr mal Kirschi in Denken sehen wollt, also wirklich überlegen, wie etwas geht, dann schaut Portal 2. Ja, und wie gesagt, das war so eine kleine